Ja, wir sind mal wieder in Stromberg, so wie immer, wie jeden Tag. Und heute unseren neuen Sprung, immer noch unter der Hand, der Stromgeilsprung. Wir machen heute ein paar Action-Fotos, weil ich habe irgendwie nicht gerade so Bock zu fahren und habe irgendwie mehr Bock auf Fotos zu machen. Mr. M fährt und seine Frau fährt auch, aber die fährt nicht, dass Stein gibt. Dann machen wir nachher an den Anliegern da vorne irgendwo noch Fotos. Das wird schon auch ganz lustig. Aber erstmal den neuen Sprung. Die GoPro stelle ich auch hin, dann sieht man, wie man hier fährt. Wo stellen wir sie hin? Ich hoffe, man hört mich auf der GoPro. Ich stelle mich jetzt hier ein bisschen hinter die GoPro und fokussiere jetzt mal hier hin. Kommt mal wieder keiner. Also Kamera immer noch Sony A6000 und Sigma 30mm 1.4 Objektiv. Wo Trick dran hängt. Das ist der Plan. Oh. In dem Moment fährt seine Frau auf der Plaulinie vorbei. Ich war komplett null vorbereitet, habe einfach mal die Kamera draufgehalten. Ist sogar was Brauchbares bei rausgekommen. Nochmal. Okay. Jetzt ist klar, dass du noch zwei, dreimal fahren musst. Ja. Der erste Versuch hat nicht meinen Ansprüchen genügt, also darf ich nochmal fahren. Ist schon blöd, wenn man so hohe Ansprüche an sich selbst hat. Ja, gutes Gefühl bei den Fotos. Oh ja. So, ich blende es einfach ein. Der Spot ist fertig. Jetzt die Anlieger. Ich fange jetzt mal bei den Wellen an und schau mir mal, wie du im Anlieger fährst und dann... Wie man sieht, ich habe die Bilder auch etwas am PC ausgebessert, beziehungsweise nachgeholfen. Ich fotografiere immer im RAW-Format. Das heißt, die Bilder sind unkomprimiert mit allen Informationen, die der Bildsensor aufnimmt und bearbeite diese dann. Ich zeige später mal ein Vorher-Nachher-Bild. Ziehen wir mal um. Anlieger ist vielleicht doch cooler. Oft werden die Sachen nicht so, wie man sich das vorstellt. Okay, sie ist eine andere Linie gefahren als angenommen. Ich dachte, sie fährt hier oben, aber sie ist da oben gefahren und ich habe hierhin fokussiert. Ja, okay. Wenn nicht, fahr jetzt nochmal. Ja, dann fahr. Ja. Oh, mein Schatten ist hier drauf. Nicht gut. Hier, mein Schatten. Jetzt ist aber extra hochgefahren. Ja. Hast du auch richtig gehört, wie sie sich reingestemmt hat? Die Räder richtig gepfiffen haben. Sharkfin, warte, mit Gegenlicht, da müssen wir hier rüber. Da. Ein U-Boot runter. Auf jeden Fall ist da ein U-Boot runter. Ich kenne, kommt das auch noch irgendwo drin vor wieder. Natürlich kommt das drin vor. Meinst du nicht, dass du nah, wenn du so hoch bist? Jetzt hat Mr. M mich überredet zu fahren. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Aber die Gegenlichtsituation hat mich dann doch überzeugt. Und ich sollte mich schön strecken. Hat Meister wieder ein gutes Foto gemacht? Meister hat wieder ein gutes Foto gemacht. Ich engagiere dich. Kriegst du das so aufgehellt oder willst du den Hintergrund mehr? Nee, das krieg ich aufgehellt. Dunkle Stellen kriegst du hoch, also wieder aufgehellt, aber helle Stellen kriegst du nicht mehr dunkel. Ich glaube, hier ist kein U-Boot drunter, so wie es gerade vibriert hat, als er hier vorbeigefahren ist. Irgendwie bin ich mit dem Motiv hier nicht zufrieden. Die Sonne kommt von da, wir bräuchten den Trail, der von hier kommt. Also aus dieser Richtung. Jetzt habe ich nochmal richtig Motivation gefunden und will noch mehr Gegenlichtbilder machen. Wir rollen mal zu Akne 2 am neuen North Shore. Das war so meine Idee. Weil ich dachte, da steht die Sonne noch so mit Gegenlicht. Aber schon krass, was man aus so einem RAW-Bild rausholen kann. Hätte ich nur ein JPEG fotografiert, also dem Dateiformat, was jede Kamera einfach so ausspuckt, wie auch dein Smartphone zum Beispiel, wäre da schnell Feierabend. Nur mal, um einen groben Ausflug in die Fotografie gemacht zu haben. Ja, es wird hier auch nichts. Schau mal bei den Hügeln da vorne. Ja, hier geht noch was. Ja, ist schon mal ganz nett, aber irgendwie dachte ich, der Baum links von mir, den kann man da noch besser mit einbinden. Ja.
Ja, jetzt habe ich halt einen Lensflare hier drin. Im Gesicht? Nein. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt, wo Alex zufrieden ist, heißt es noch ein bisschen Spaß haben. Wir haben noch 15 Minuten, bevor es 19 Uhr ist, also bevor die Strecke geschlossen ist. Also haben wir noch etwas Spaß in Abschnitt 3 bei den großen Sprüngen. Ja, das war unsere Fotosession, Actionfotos, wieder in Stromberg, also wie immer. Ja, 19 Uhr, Strecke ist geschlossen, muss jetzt Forstweg runterfahren. Ist halt so, bis zur nächsten Tour.